Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Flife. Wir sind in SM und ja, natürlich sind wir in SM, ne? Wieso sage ich das eigentlich? Und es gibt jetzt erstmal ein paar Sachen zu sagen. Und zwar zuallererst, muss ich hier kurz im Hintergrund noch was öffnen, genau, damit das auch passt. So, also dazu komme ich gleich, was ich jetzt gerade im Hintergrund eröffnet habe. Und zwar das allererste ist, wegen den letzten beiden oder den letzten paar Folgen jetzt, da fand ich persönlich, also es hat zwar niemand von euch was gesagt, aber ich denke mal, es ging ein paar so, die Audioqualität sehr schlecht. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, ob sie besonders gut ist. Das lag daran, dass ich sehr, sehr nah am Mikrofon saß oder eigentlich sitze. Problem ist, ich nehme alles außer Flife mit meinem Hauptaufnahmeprogramm Action Mirrorless auf und nur Flife mit Fraps, weil hier die neueren Aufnahmeprogramme nicht funktionieren und Fraps ist auch schon 100.000 Jahre alt, also passt es zu Flife. Und hier habe ich halt die wenigsten Probleme, dass es sich irgendwie gegenseitig blockiert und dann auch abstürzt oder so. Deswegen ist es da, geht das da relativ gut mit Fraps. Problem ist, mit den anderen geht es halt nicht so gut und da ist halt das Problem, bei Action Mirrorless kann ich automatisch einstellen, dass mein, welcher ist denn der da unten, der da oben wahrscheinlich, ne? Dass mein Mikrofon lauter oder leiser ist. Und da habe ich es halt auf, was? Und da habe ich es halt auf die Hälfte nur gestellt von dem, was es jetzt hier bei Flife ist. Und deswegen ist es bei Flife so übelst krass, weil ich da halt viel näher dran sitze, weil ich halt gewohnt bin, ja, wenn ich viel näher dran sitze, muss ich ja, weil sonst hört man mich gar nicht mehr. Ja, und okay, der spricht mich an und rennt dann weg, läuft bei ihm. Und deswegen, wie gesagt, also ich kann es so machen, dass ich das Mikrofon dann immer nur für Flife komplett umstelle. Problem ist halt dabei, dass ich es dann jedes Mal komplett umkonfigurieren muss. Wenn ich es einmal vergesse, dass dann jetzt so eine gesamte Aufnahmesession auch mal komplett im Arsch sein kann. Das ist das Problem bei der Sache. Und deswegen hoffe ich mal, dass es so, wie es jetzt gerade ist, ungefähr funktioniert. Wenn nicht, dann sagt das bitte. Also dass so ab und zu, wenn ich nah dran sitze, beispielsweise bei S, das dann so übelst quietscht, finde ich. Also gut, nicht jetzt übelst, aber schon relativ stark. Also wenn sowas immer noch ist, dann sagt das bitte. Also ich höre es mir auch noch selber an. Aber ich will auch wissen, wie es für euch ist. Weil wenn es euch jetzt gar nicht großartig stört, dann brauche ich ja nichts verändern, wenn es tatsächlich nur mir so geht. Ja, aber wie gesagt, da würde ich mich freuen, wenn da ein bisschen auch Feedback von euch kommt. Ich kann auch probieren, das Mikrofon einfach mal anders hinzustellen. Muss ja nicht unbedingt weiter wegstehen, es kann ja auch mal anders stehen. Also ich kann da noch ein bisschen rumprobieren, aber wie gesagt, von euch kam halt bisher noch nichts. Deswegen, ja. Jetzt habe ich ein paar Sachen geschenkt bekommen und die behalte ich auch bis auf die Oris. Also Refresher habe ich gesagt, gut, ganz ehrlich, das sind die 20-30k, die ich mir da erspare. Das ist jetzt auch nicht so krass. Und deswegen behalte ich die. Aber die Orikalkoms, die schicke ich dem lieben oder der lieben Free jetzt zurück. Ja, danke dir für die Refresher und gut, die 8 Green Cakes. War sicherlich gut gemeint. Also wie gesagt, danke dir dafür. Die Orikalkoms behalte, upgrade selbst oder keine Ahnung, kauf den Eis davon. Ich weiß es nicht, ich brauche sie nicht. Weil 15 Orikalkoms ist zu krass, ja. Also vielleicht eins. Ja, wobei nicht, nee, nicht meins. Ich habe ja gesagt, ich nehme nichts an. Und Refresher geben mir jetzt keinen Vorteil und Green Cakes ehrlich gesagt auch nicht. Die werde ich jetzt wahrscheinlich auch erstmal gar nicht benutzen, vielleicht mal später ein bisschen. Aber jetzt habe ich 1200 Mana, da lohnt es sich nicht, irgendein Ding zu benutzen, was mir 10.000 MP Regeneration bringt. Also es lohnt sich vielleicht später mal. So, achso, Moment mal, das sind ja gar nicht, hier sind ja die, so Leute, das sind ja andere Sachen. Oh, da habe ich mich jetzt vertan. Oh, dann soll ich, ja gut, es sind 8 Stück, ja. Egal, ich werde sie vorerst oder vielleicht auch gar nicht benutzen, mal schauen. Genau, so viel dazu. Dann, lieber Torben, derjenige weiß wahrscheinlich, wer gemeint ist. Ich bezweifle nur, dass hier mehrere Torbens zuschauen. Wenn doch, dann weiß das wenige trotzdem, wer gemeint ist. Du hast beim letzten Mal kommentiert 3 Fragen, die werde ich jetzt beantworten, weil ich kann auf deinen Kommentar leider nicht antworten. Manchmal ist es bei YouTube so, dass ich persönlich auf manche Kommentare einfach nicht antworten kann. Also das ist dieses Antworten-Ding, wo man draufklickt und dann seinen Text reinschreibt, das ist da einfach nicht. Ey, ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist oder ob es bei mehreren so ist, weil es nervt halt total. Und deswegen hoffe ich mal, dass du jetzt die Folge auch schaust.
So, und zwar, er ist schon seit 50 Folgen dabei und hat seitdem ein paar Fragen. Erste, was hältst du von Hex? Ich mache jetzt übrigens einfach mit den Quests im Hintergrund weiter. Ich meine, das sollte ja eigentlich klar sein. Wir müssen jetzt den Nerko-Typen und die Furious Match sammeln. Läufe fliege ich hin. Was hältst du von Hex-Boots? Mit Boots weiß ich jetzt nicht, hast du Boosts gemeint oder wirklich Boots? Weil Boots habe ich keine Ahnung, was das sein soll. Bei Boosts wäre es das, dass man sich halt leveln lässt. Also, dass man jemanden an seinen Account gibt und den dann leveln lässt, indem dann, wenn dann Relive-Freunde so ein 5er in die Hand drückt oder ein 10er oder halt online halt auch dafür bezahlen würde und Hex ganz klar. File-Usen, Cheating, Hacking in jeder Art und Weise. Mag ich beides nicht. Boosten noch eher, da kann ich verstehen, okay, ganz ehrlich. So, fettes Sorry für die kleine Unterbrechung. Ja, Hacker und Booster ging es drum. Halte ich gar nichts von. Also Hacker sind die allerschlimmsten, Cheater genauso. Booster, wie gesagt, kommt drauf an, wie es gemeint ist oder falls es überhaupt gemeint war, wie gesagt. Aber unter, was war es gleich wieder, Boots, genau, Boots hat er geschrieben, kann ich mir ehrlich gesagt nichts vorstellen. Also weiß ich jetzt echt nicht, was du meinst, falls du nicht, wie gesagt, Boosts gemeint hast. Also weiß ich jetzt einfach nicht, ob es ein Rechtschreibfehler ist oder nicht. Deswegen, sorry, wenn da meine Antwort nicht ganz zutrifft, aber das finde ich noch eher in Ordnung. Also Hacken und Cheaten, bei Boosten, das schadet niemand anderem, ja. Aber Hacken, Cheaten in jeder Art und Weise schadet halt, gut, direkt schadet es vielleicht auch nicht in den anderen. Hacken schon, Cheaten nicht. Aber es ist einfach nicht cool, ja, macht man einfach nicht. So, genau, noch die Quest abgeben. Jetzt müssen wir trotzdem kurz schauen, was ist das? Ja gut, dann machen wir erst die Furious Match, sonst muss ich jetzt wieder zurück in die Stadt fliegen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf, ich will mal wieder ein bisschen... Ach, wobei, nee, wir schlachten ein paar Zombies ab. Müssen wir mal machen, weil ich will mir noch den Zombie verdienen. Das Event geht nur noch eine Woche lang. Ja, da sollte ich mich echt mal ein bisschen ranhalten, ne? Weil sonst wird das nichts mehr. Naja, gut. Dann, zweite Frage von ihm, gibt es Events, an denen man Collector-Bonus oder sowas hat? Die gibt es nicht, das gab es noch kein einziges Mal in FLIFE. Es gibt aber Events, an denen man Dinge collecten kann. Ja, also sprich, Event-Items collecten kann. So eins war sogar erst. Das Matri Galaxy-Event, das war erst vor 1,5 Monaten oder 2 Monaten oder so war das erst. Das war irgendwann Mitte des Jahres, also August... Nee, ja, Mitte des Jahres ist schon sehr weit hergeholt. Also Mitte August war es, glaube ich, das Event. Oder ich glaube sogar, es war noch im September. Also es ist noch gar nicht mal so lange her. Also da kann man Event-Sachen aufsaugen, aber es gibt keinen Collector-Bonus, dass man irgendwie mehr saugt oder so. Sowas existiert nicht und wird wahrscheinlich auch nie existieren. Dann die Frage, habe ich schon Geld für FLIFE oder Shakes and Fidget ausgegeben? Tja, die Antwort liegt ja wohl auf der Hand, mit absoluter Sicherheit. Für Shakes and Fidget schon mehrere tausend Euro, für FLIFE. Gut, das spiele ich jetzt schon seit meiner Kindheit, damals schon mit der Passive Card zur Pinoil-Tanke gerannt. Ja, ich glaube, die Tankstellenreihe der Kette gibt es gar nicht mehr. So lange ist es schon her. Ja, klar, bestimmt 500 mindestens. Ich würde so 500, 600 schätzen. Also im Vergleich zu den meisten Leuten, die schon so lange FLIFE spielen, wahrscheinlich ultra wenig, aber ich sag's mal so. Wenn man mal bedenkt, wie schlecht im Anführungszeichen mein Equip heutzutage ist, dann ist es schon krass, wie viel Geld ich da reingesteckt habe. Also 500, 600 müsste ziemlich genau hinkommen. Mehr denke ich jetzt eher nicht, aber weniger auch nicht. Also müsste 500 bis 600 in dem Dreh drin sein. Über jetzt, ja gut, die letzten 2 Jahre nichts mehr natürlich, ja. Aber davor halt, ja, wirklich regelmäßig. Wobei, stimmt gar nicht. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr irgendwann noch aufgeladen bei meinem Bildposter. Aber nie viel, ja. Also die letzten, ich glaube, die letzten 4 Jahre insgesamt 50 Euro und davor, ja, wobei, naja. Ist egal, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, es ist auf jeden Fall genug. Und wie gesagt, wenn man bedenkt, wie schlecht das Equip, ja, in Anführungszeichen schlecht ist, also wie schlecht es in Anführungszeichen ist, ja, war es nicht unbedingt die besten Investitionen. Also ich habe auch viel Bullshit gemacht. Ich habe ja gut neulich erst mit dem Ancient Sword, wie viel Geld ich da Verlust gemacht habe, das will ich mir gar nicht ausrechnen. Na, also das ist richtig krass. Na gut, mittlerweile ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen egal, weil das Spiel ist sowas von Pay-to-Win geworden. Wer sich W-Coins kauft, hat instant 40 Milliarden, Millionen, Milliarden. Das ist nicht mehr normal. Deswegen
ja. Also mir ist es ehrlich gesagt egal. Ich habe mein gutes Equip beim Knight, mehr brauche ich nicht. Das ist wirklich gut. Also für mich zumindest. Und mehr brauche ich nicht, ja. Passt schon so. No, so viel zu den Fragen. So, heute werde ich noch keine Stories erzählen. Ich werde allgemein nicht so viele Stories erzählen. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ich werde halt dann einfach, wenn was Cooles passiert oder wenn mir irgendwas Cooles einfällt, was mir passiert ist, weil an alles denke ich jetzt natürlich auch nicht, was auch so ein bisschen ins Thema passt, Computer zumindest, ja, wenigstens so ein kleines bisschen, dann werde ich das natürlich erzählen, ja, aber ich werde jetzt nicht einfach alles erzählen, weil wie gesagt, ein paar Sachen sollte man vielleicht auch einfach nicht erzählen, ist vielleicht nicht so vorteilhaft. Genau. So, dann mit den Fragmented Zombie Boxen, muss man kurz schauen, 16 Stück haben wir. Welche Teile habe ich denn eigentlich? Die sind auf der Bank, ne? Ich glaube, einen Arm habe ich und den Kopf habe ich. Ich weiß nicht mehr, welchen Arm ich da habe. So, nochmal kurz Unterbrechung, sorry. Der linke Arm ist es, glaube ich, ne? Stimmt, der linke war es, ja. Den habe ich ja direkt zweimal bekommen, ne? So war das ja. Stimmt, ja genau, also und ein Torso war es, genau. Man braucht 6 Teile, ne? Moment. Head, Torso. Ne, sind sogar 7, oder? Torso, right leg, left leg, right arm. Ne, sind 6. Ne, ja, hat schon gepasst, sind 6. Oh, die sind noch nicht tot. Wieso habe ich nicht mehr angegriffen? Achso, weil ich auf das Event-Ding geklickt habe. Auf die Quest. Ja genau, also ich muss jetzt echt noch ein bisschen von den Dingern farmen. Ich werde es wahrscheinlich morgen mal machen, dass ich einfach rumlaufe, mir 100 Boxen oder so hole. Dann machen wir die nochmal auf und ja, wobei in 100 werden wir die nicht komplett zusammenbekommen. Wir haben aufgemacht, ich glaube 90 haben wir aufgemacht und wir haben 2 Teile. Ja gut, wobei wir haben eins doppelt, ne? Ja, das ist ein bisschen behindert, ne? Ja, wir können auch noch die anderen Events-Sachen hier umwandeln, wobei da haben wir auch so wenig gedroppt. Also ich muss jetzt wieder ein bisschen mit Mage spielen, weil das Event geht nicht mehr so lange. Und ein CS-Pad will ich mindestens. Also es kann nicht sein, dass ich hier bei so einem geilen Event ohne CS-Pad ausgehe. Also ich will mir wenigstens den Kack-Zombie holen, ja. Aber der Baby Ripper Sense, ich habe gesehen, also dieses Elf-Milliarde-Gebot oder einer letztens in Schaut gehauen hat, das war natürlich nicht, hoffe ich zumindest, nicht ernst gemeint. Aber der ist wirklich relativ viel wert, also da habe ich schon teilweise gesehen, auch auf dem LoL-XD-Markt, teilweise wirklich, ja, 1-2 Milliarden waren es, glaube ich, ja, am Anfang zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, das Event ist ja fast vorbei, jetzt werden wir wahrscheinlich mehr haben, aber der war auf jeden Fall einiges wert, also der Baby Ghost gar nicht mal, oder heißt der Baby Ghost, oder nur Ghost, keine Ahnung, der nicht so unbedingt, aber der Baby Ripper Sense, der ist ordentlich. Für den dann so ordentlich gezahlt, das muss man einfach mal so sagen. Na gut, genau. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende. Wir haben jetzt eigentlich gar nichts gemacht. Wobei, wir könnten noch die eine Quest abgeben. Ne? Aber ich drücke die falschen Tasten. Genau, okay, die ist ein SM. Hätte ja auch sein können, dass sie ein flaches ist, aber gut. Gehen wir noch die Quest abnehmen, die nächste an und dann ist Feierabend. Vielleicht kriegen wir ja sogar noch Level Up damit, wer weiß. Na, wobei 20% werden die nicht geben, hier haben wir nichts gemacht, wir müssen ja nur hin und her laufen. Die Hin- und Herlauf-Quests geben zwar nicht schlecht XP dafür, dass man nur hin und her läuft, aber 20% denke ich mal jetzt ja nicht. Wo ist denn, ach, das ist diese eine Tante, die da steht, ne? Ah ja, genau, die. Okay. Ja gut, könnte natürlich sein, ich denke jetzt nicht, dass es 20% gibt. Aber 100.000 Penny, nice. Was für eine Göre, werde ich hier schon wieder beleidigt. Unglaublich, SM die unfreundlichste Stadt Madrigals. Gut, ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.